Das Gebäude hinter mir ist der Chill Hub. Das ist ein Platz, wo wir die Kinder anbieten, um eine Umgebung zu haben, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie Zugang haben zu einem Nachschuleprogramm, wo die Computerschule ist, wo die Kinder ein Buch lesen können. Es gibt eine Bibliothek da drinnen. Es ist eigentlich für die Kinder, die zu Hause nichts haben, dass wir eine Umgebung anbieten, wo sie sich entwickeln können und sich ruhig fühlen und auch mit unseren Sozialmitarbeitern reden können über ihre Probleme, sodass wir helfen können in ihrer sozialen Umgebung. Manchmal ist es uns möglich, bei dem anzusetzen, was den Jugendlichen in der Schule vermittelt wurde. Aber erst hier wird es für sie oft einfacher, den Stoff zu verstehen, weil wir nicht so streng beim Lernen sind. Wir spielen eine DVD mit dem Lehrstoff ab. Das ist für sie eine gute Möglichkeit, denn das Material ist viel einfacher zu verstehen als bei ihren Lehrern in der Schule. Sie haben oft keinen Ausweis und ID. So eigentlich für das System bestehen diese Kinder nicht. Und wir versuchen mit unseren sozialen Mitarbeitern, um das Dossier von das Kind recht zu machen, sodass das Geld und das Einkommen ist, dass die Nährung abgesichert ist, dass der Schulgang abgesichert ist und dass sie durch unser Programm auch die medizinische Hilfe, wenn das notwendig ist, abgesichert ist. Und die Kinder doch eine Chance kriegen, um als normale Leute durch das Leben zu gehen. Anna lebte in einer Wellblechhütte mit ihrer Schwester und ihrer Familie und das Kind hat keine Chance. Wo sie lebt, war kein Schutz und das Einzige, was das Kind tun könnte, um ein bisschen Einkommen zu haben, ist ihre Körper zu verkaufen. Und wir nennen das eigentlich auch keine Prostitution. Es ist das einzige Mittel, was das Kind hat, um zu überleben. Und das macht viel kaputt in den Kopf von so einem Kind, um das Kind wieder abzusichern und weiter zu begleiten, haben wir die Wahl gemacht, ihr so ein Haus anzubieten, sodass das Haus abgesichert ist, dass sie in die Garten arbeiten kann, um Gemüse zu verbauen, dass da eine beständige Nährungssituation kommt. Es gibt Wasser dort. Ich bin sehr, sehr glücklich, in diesem Haus wohnen zu können. Denn jetzt ist einfach alles viel, viel besser als vorher. Mein ganzes Leben hat sich geändert. Und wenn das abgesichert ist, dann kann man weiterarbeiten an das Kind und sagen, was jetzt? Wie kriegen wir das Kind wieder in die Schule? Wie können wir das Kind ausbilden, sodass sie einen Beruf kriegen kann und nachher nachhaltig durch einen Job weiterkommen kann in das Leben? That little arrow, in all the groups that you see that little arrow, it means there are more options. Wir wissen, dass die meisten von ihnen, wenn sie herkommen, fast Analphabeten sind und niemals vorher einen Computer angefasst haben. Also bringen wir ihnen das hier bei. Wenn sie das Training abgeschlossen haben, erhalten sie ein Zertifikat, das ihnen ermöglicht, einen Job zu finden. So, das ist nicht ein Projekt von ein oder zwei Jahren. Das fragt eine langdauerige Begleitung mit unseren sozialen Mitarbeitern, mit all den fantastischen Leuten, die in unserem Projekt arbeiten, um durch die Hilfe, die sie anbieten können, die Kinder wieder weiter zu helfen auf ihrem Weg im Leben.